So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA San Andreas. Das letzte Mal haben wir die letzte Vorbereitungsmission für den, die letzte Vorbereitungsmission für den Casino-Raub gemacht und, genau, warte, wie fliege ich nochmal? Ah ja, so fliege ich nach oben. Und ja, den Raub selber können wir nicht machen. Den wäre, es ist keinerlei Markierung auf der Map. Ich denke mal, es liegt daran, da wir ja auch direkt Casino-Mission haben. Also wir sollen ja dieses komische Caligula-Museum da ausrauben. Und genau dafür haben wir Missionen. Ich denke mal, dass wir erstmal die anderen Missionen machen müssen, damit wir das erstmal ausrauben können, weil sonst sind die wahrscheinlich gar nicht mehr zugänglich. Ne? Verständlich, denke ich. Ich wollte mir jetzt eigentlich ein Auto nehmen, tatsächlich. Hier, bleib mal stehen. Warte mal, zack. Kann ich nicht irgendwie... Ah ja, Enter drücken, dann verliere ich das Ding. Ja, und mein Plan ist es jetzt für diese Folge, weil wir hier schon eigentlich relativ in der Nähe sind, die Bootsfahrschule zu erledigen. Ja, okay, so in der Nähe ist es tatsächlich doch nicht. Ist das ein Tunnel oder ist das hier nicht richtig aufgedeckt? Nee, ist ein Tunnel, ne? Das ist ja Tunnel. Na gut. Once upon a time, ganz deiner Meinung, Sänger dieses Liedes. Rapper. Ist das denn? Ne, das ist Playback FM. Läuft denn noch so? White Wedding. Nein, es ist wieder die. Ne, das ist nicht die Stelle, wo die wieder die Berserker abbiegen da hinten. Vielleicht tun sie es trotzdem. Oh, aufpassen, ey. So, hier haben wir schon mal ein Speicherhaus, das ich mir sogar schon mal gekauft habe. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier hinten war, aber war ich bestimmt. Sonst wäre das Speicherhaus nicht da. Hm. Ah ja. Und hier sind wir schon bei diesem Tunnel. Ist es tatsächlich ein Tunnel? Cool. Ja, Bootsfahrschule, ne? Ich bin mal gespannt. Wie die funktioniert, habe ich noch nie gesehen. Genauso wie die, genauso wie die Moppets-Schule. Ich glaube, sie ist da unten, oder? Mal kurz gucken. Ja. Dann nehmen wir doch eine Abkürzung, würde ich sagen. Achso, ich habe sie ja auch markiert, ich Idiot. Sind wir denn hier, ey? Ganz schick hier eigentlich, so eine kleine Hafenstadt. Warte mal, das ist die Golden Gate Bridge, ne? Nicht immer die hier, die hier. Ja, guck mal. Ich habe mal das andere als die Golden Gate Bridge interpretiert. Ich habe mich schon gewundert, warum ist die denn nicht rot? Müssen wir da auf jeden Fall mal hoch irgendwann. Oh, jetzt habe ich natürlich, hätte ich das Jetpack mal, ne? Ich hätte mit dem Jetpack mal hinfahren sollen, dann hätte ich euch nämlich das Easter Egg da zeigen können. Naja. Gut. Bootsfahrschule. Da ist zwar ein komischer... Oh nein, ich muss auch noch so ein Heli mal fliegen in der Bootsfahrschule. Ich habe mich im Controller nicht angemacht, mal wieder. Naja. Der Typ hat zwei Tickets zum Paradies, aber es interessiert mich jetzt nicht. Schauen wir mal. Kleines 1x1 der Seefahrt. Bleib unter 12 Sekunden, um zu bestehen. Aha. Ja. Halte W gedrückt, um Vorwärtsschub zu geben und bringe das Boot innerhalb der parallelen Bojen zum Stehen. Das klingt eigentlich... nicht so schwer. Oh. Nicht, ja. Achso, ich kann auch nochmal. Okay. Ich kann auch korrigieren, aber. Ja. Nicht so gut. Ich muss vorher aufhören. Ja, Bootsfahrschule, ne? Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass. Yeah, was haben wir? Was ist das? Ist das Gold? Ich hab keine Ahnung. Coole Mucke auf jeden Fall. Ja, ist tatsächlich Gold. Cool. Kurzplanung. Und da 40 Sekunden. Ah, ich muss bestimmt einfach nur fahren, ne? Die Bojenpark mit Vega. Ja, ja, bla bla. Okay, ich kann auch nur gut lenken, wenn ich dabei W drücke, tatsächlich. Ohne W kann ich kaum lenken. Erst wenn ich W drücke.
rastet der aus. Das macht ja auch Sinn, ne? Weil ich ja nur dann Gas gebe und auch nur mit den drehenden Dingern da hinten, Rudern, dann auch wirklich erst lenken kann. Macht absolut Sinn. Abgeschlödelt. Ja, easy. Fahrschule ist ja easy, doch. Unter 2 Minuten. Oh Gott, Wasserslalom. Oh Gott, 2 Minuten. Das dauert lang. Wird schon. Ja, eigentlich muss man die ganze Zeit Gas geben. Weil man dann am besten lenken kann. Man will es kaum wahrhaben, aber so ist es leider. Wow, 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 wow. Okay, muss ich jetzt den da? Ja. Das ist aber kein Slalom jetzt. Das ist ein sehr großer Slalom vielleicht. Vielleicht gebe ich ja noch zu. Schon die Melodie des Lieds raus, ey. Schwach. Aber auch Boote haben nicht so den Bass, wa? Schade eigentlich. Ich finde diese Teile ganz cool, aber ich will die Lieder auch in guter Qualität hören. Ich will Bass. I need the Bass. Kennt wer von euch Davy504, heißt er, glaube ich, ja. Ein Bass-YouTuber. Wahrscheinlich der einzige, den es gibt. Ja, easy. Ja, da kann ja gar nichts hier. Wie viel kommt wohl? Ich weiß es nicht. Ich bringe über 55 Meter und so. Oh Gott. Okay. Ich eben sage erstmal mal, oh Gott. Mal volle Kraft voraus auf die Rampe zu und lande innerhalb der Bla. So schnell kann ich nicht lesen. Achso, innerhalb der. Ja, ich verstehe. Mindestens 55 Meter weit. Da kann ich eigentlich nicht viel tun, außer mit Vollspeed rauffahren, oder? Poff. Okay, das ist nur Bronze leider. Aber ist mir eigentlich egal. Bleibe unter 3 Minuten, um zu bestehen. Land, See und Luft. Luft? Ach du Scheiße. Kann das Ding auch fliegen. Wie schnellstmöglich mitten durch jedes Bojenpaar. Eigentlich nichts anderes als ein Rennen. Das Ding steuert sich aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, möchte ich behaupten. Luftkissenboote sind schon irgendwie ganz cool. Ah, okay, ich verstehe, warum durch Luft. Ah, die Dinger fliegen echt gut. Voll weit. Echt auch so? Ich glaube nicht. I'm edgy. Ja. So. Ich dachte immer, was ist das da hinten im Wasser? Das Flugzeug abgestürzt. Aber nein, es war ein anderes Boot. Oh Gott. Durch die Dinger von der Golden Gate Bridge. Whee. Golden Gate, habe ich gerade gesagt, ne? Golden Gate. Golden Cage Bridge. So, ist das Finale? Nee, dann geht's gleich weiter. Aua. Aber macht er nichts. Luftkissenboot kann auch an einer Steinwand langfahren. Ist gar kein Problem. War zwar Anfang gewöhnungsbedürftig, aber jetzt macht Spaß, doch. Oh oh. Okay. Alles gut. Jetzt muss ich wohl dahin. Ein bisschen Slalom hier am Ende. Sage ich jetzt einfach mal, dass es das Ende ist. Da hinten? Nee, da vielleicht. Ja doch. Da links bei dem Ding. Da hinten bin ich nichts mehr gesehen und das war so Richtung Land wieder, wo wir auch angefangen haben. Okay. Das war unter 2 Minuten, oder? Nee, okay, gut. Wir haben Silber. Oder? Das war's. Wow. 10 Minuten. Leckt mich hart am Sack. Das war ja mal super easy. Eigentlich ganz gut, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt.
frag mich gerade, ich habe gerade so kurz drüber nachgedacht, ne? Hier eben, hier ist ja nur dieser rote Kreis. Bei der Flugfahrtschule war ja noch dieser große Kreis drumherum. Ich habe das so gedeutet, von wegen als Bug, weil das ja eigentlich eine Mission war. Aber vielleicht ist da immer noch eine Mission. Vielleicht kann ich da jetzt irgendeine Mission machen. Ich glaube nicht, aber ganz wilde Theorie. Ich glaube, überlegen, ob ich mir einfach ein, Dingenskirchen cheate, ein Jetpack und dann mal da hochfliege. Aber nee, dann ist mein uncheatable, ungecheateter Spielstand ein bisschen im Sack. Und ich weiß nicht, ob das noch irgendwie negative Auswirkungen haben kann. Ein Cheater ist das, ah ja. Gucken wir uns mal die Stadt hier an, ich finde die ganz interessant hier. Hier war ich, glaube ich, wirklich noch nie in GTA. Was für Ikea? Oh, Entschuldigung. Nettes kleines Dörfchen hier, doch, gefällt mir irgendwie. Hier möchte ich wohnen. Ah, ist jetzt mein Haus hier. Früher jetzt hätten wir... Früher hätten wir jetzt gespielt, so Real Life in GTA gespielt. Das ist mein Haus, hier wohne ich. Jetzt gehe ich zur Arbeit. Ja, so einen Blödsinn haben wir damals gemacht. In GTA zwar nicht, da war dann schon alt genug. Aber so in anderen Open World Spielen. Was? Fishing License? Lol, hat er jetzt wirklich seinen Dialog hier dran angepasst? An den Ort, wo wir gerade sind. Ich will eigentlich jetzt raus aus dem Dorf, ne? Ich will hier nicht im Kreis fahren. Hier komme ich, glaube ich, raus. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, ich fahre wieder zurück nach Las Venturas auf jeden Fall. Da können wir da mal ein Rennen fahren eigentlich, ne? Wir wissen ja jetzt, dass es andere nur Rennen sind. Keine Flugdinger. Wobei die Flugdinger ja eigentlich gar nicht so schwer sind, weil wir keine Gegner haben. Und ich glaube, bei allen dieser Challenges haben wir keine Gegner. Wir müssen einfach nur die Checkpoints abfrühstücken. Aber ohne Controller für mich... schwierig. Deswegen möchte ich es mir nicht unnötig erschweren, welchen Controller bei Gelegenheit mal einschalten, muss es dann tun. Aber das habe ich heute nicht. Ich mag den Cheater. Der Cheater ist sowieso immer gut in GTA. Ist halt auch so ein Sportwagen, ne? Oh. Die Bootsfahrschule war ja easy. Moped-Schule will ich auf jeden Fall auch nochmal tun, ne? Wow, wow, wow. Und was ich auch auf jeden Fall irgendwann nochmal tun muss, leider, nicht möchte, aber muss, habe ich auch schon wieder so ein bisschen verdrängt. Ich hoffe übrigens, dass ich gerade in die richtige Richtung fahre. Ich fahre hier gerade einfach irgendwo lang. Ja, ich glaube schon, ne? Hier dürfte es eigentlich richtig sein. Guck mal, da ist sogar eine Bude. Wie viel kostet die? Wenn wir schon mal hier sind, hier kommen wir eh nicht mehr her. Oh, die wird nicht viel kosten, hoffentlich. Was wollte ich sagen? Die Zugmission müssen wir nämlich noch machen. 20.000, ja. Die Zugfrachtmission. Und die sollen auch nicht so leicht sein. Da steht zwar nur Level 2 erreichen, wo ich mir denke, also Level 2 schaffen. Wo ich mir denke, ja, okay, klingt ja easy. Ist es aber nicht, weil ein Level irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten gefühlt dauert. Und man muss da am Stück ganz viel schaffen, darf nicht einmal verkacken. Und naja. Ich weiß selber noch nicht so 100%, wie die funktionieren. Man muss ja irgendwie Zug fahren, oder muss man immer... in dem richtigen Bereich anhalten. Und so einen Zug zu bremsen dauert halt ein bisschen. Das heißt, man muss genau im richtigen Moment Stopp drücken. Je nachdem, wie schnell man ist. Und dann muss man im richtigen Bereich landen. Wenn man nicht im richtigen Bereich stehen bleibt, dann ist es am Sack. Da hat man verkackt. Ja, ne? Wo fahre ich eigentlich lang? Ich muss gerade nochmal auf Nummer. Okay, ich fahre richtig. Gut. Aber ich würde tatsächlich sogar die Zugmission vielleicht bald mal angehen. Ich werde mich da noch mal ein bisschen informieren, ne, wie das gut funktioniert. Wie man die gut meistern kann. Dass ich jetzt nicht unnötig eine Million Versuche daran verschwende, ehe ich gecheckt habe, wie man es am besten macht. Ja, und dann gehen wir es irgendwann mal an. Und Bürgerwehrmission, da freue ich mich drauf. Also Panzerklauen eigentlich auch. Das wird zwar wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, aber das stelle ich mir auch spaßig vor. Aber die Zugmission, naja. Aber machen wir. Fahrerskills, ja. Aber Hälfte, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Übrigens, gibt es ein ganz lustiges Tool im Internet. Was es quasi auch auf der GTA-Wiki-Seite verlinkt ist. Von dieser, ach guck mal, Moped-Schule. Von dieser 100%-Seite.
Es gibt quasi ein Tool im Internet, da fügt man sein Save-File ein. Einfach im GTA-Ordner auf dem PC, also es geht logischerweise nur mit der PC-Version. Da fügt man dann einfach sein Save-File ein und dann berechnet der, was man alles schon erledigt hat und was nicht. Dann gibt es da eine richtig schöne Übersichtsstatistik, so alles schon abgehakt, was man gemacht hat und was nicht. Habe ich gestern mal zum ersten Mal benutzt und das fand ich sehr schön. So, wo ist denn jetzt die zwei hier unten eigentlich irgendwo, ne? Die rennen. Ja, hier nämlich. Mochte ich. Sehr schöne Übersicht. Da konnte ich übrigens auch nochmal bestätigen, dass ich die Fitnessstudio-Mission richtig gemacht habe. Das war ja immer das Gleiche, da hatte ich mich ja ein bisschen gewundert. Aber wir haben die alle erledigt. Ist alles abgehakt. Aber es fehlt doch noch einiges. Speierhäuser haben wir auch. Recht viele doch. San Fierro auf jeden Fall alle. Hui! Oh, tatsächlich geschafft. So, ich würde dann trotzdem einmal hier speichern. Irgendwie habe ich doch gerade. Da bin ich gerade schon dran vorbeigefahren an dem Speicherpunkt, oder? Einmal speichern, damit wir auch das. Nee, ist auch egal. Ach, egal. Wir die Bootsfahrschule speichern. Wir wissen ja, das Spiel stürzt nicht häufig ab, aber zwei, dreimal ist es jetzt schon passiert. Man muss ja nichts riskieren, ne? Tatsächlich habe ich oft. Ach, dieses Haus wieder. Tatsächlich habe ich offscreen beim Starten des Spiels manchmal Probleme. Also manchmal, wenn ich Spiel laden drücke, hängt er sich auf. Beziehungsweise dann drücke ich Spiel laden, ist das Bild einfach schwarz. Beziehungsweise oben steht noch das San Andreas-Logo und alles. Aber also das hier, Winewood, das hier ist alles noch zu sehen. Drücke dann Spiel laden und dann wird einfach alles schwarz. Also Spiel steht da noch, das steht da noch und nur die, die man anklicken kann, verschwinden. Sehr komisch, muss mein Auto. Um die Ecke, ne? Ja. Yeah. Genau. Das ist sehr merkwürdig. Und manchmal dann auch nachdem ich dann geladen habe, nach dem Ladescreen, bleibt es auch schwarz. Nicht häufig, aber in letzter Zeit tatsächlich häufiger. Macht mich ein bisschen nervös. Aua, das war nicht gut, weil jetzt habe ich den Bullen hinter mir beim Rennen. Mm. My, oh my. Folgen die mir rein? Oder sind die zu dumm? Ach komm, ich mache einfach. Nee. Nee, warte mal, das ist das. Nee, das ist ja das Falsche hier. Hä? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Moment. Wie war das? Ah. Entschuldigung. Jetzt sind eh 22 Minuten fast rum. Dann lohnt sich das ja auch schon wieder fast gar nicht mehr. Oh. Es tut mir leid. Ey, komm, ein Rennen mache ich jetzt noch. Beim nächsten Mal. Vielleicht mache ich dann einfach alle anderen Rennen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ist ja eh viel klüger, die einfach an einem Stück zu machen, weil das geht am schnellsten. Haben wir zwar keinen Lückenfüller mehr, aber das kann man ja immer noch mal mit Taxi eigentlich füllen, ne? Weiß gar nicht, wie viel Taxifahrten ich momentan erledigt habe. 15. So. Ja, jetzt sind wir richtig. Ein Rennen fahren wir noch, das kürzeste, wenn es geht. Ach, alles 4 Kilometer. Ach komm. Wir haben Zeit. Moped-Rennen. Erstmal nicht so geil. Die gefährlichsten Rennen auf jeden Fall. Hätte ich mal schon die Moped-Schule gemacht, ne? So ein Mist aber auch. Hey, Bootsfahrschule, da war ja gar nichts. Das ist ein bisschen, macht mich doch ein bisschen fertig, wie einfach das war. In die Flugschule, die absolute, absolute Hölle war. Und auch die Fahrschule so ein, zwei tricky Sachen hatte. Die dann zum Glück mit dem Frame Limiter doch ganz gut ging. Ja, Moped-Schule, ne? Irgendwann auf jeden Fall. Ich habe schon viel früher gebremst. Moped-Schule bei Gelegenheit auf jeden Fall auch mal tun. Sollten wir, ich. Krieg bestimmt auch guten Moped-Skill dazu. Hoffentlich. Muss ich da jetzt echt mal durch den Drive-In fahren? Das ist ja geil. Ja,
Ja, natürlich jetzt nicht so geil. Legst du bitte auf das Ding auf. Nee. Oh, immer wieder 20 Jahre der. Oh, Alter. Ja, ich hab mich gerade voll erschrocken. Da kam so ein Ding raus. Und wah. Wah. Wah, Luigi. Genau das dachte ich mir. Mag das Lied irgendwie doch. Oh, fuck you. Bin schneller wie als du. Wüste. Nicht darunter fallen. Guck mal, über den Damm. Cool. Sherman Staudamm. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Yeah! Ja, 10.000, das klingt so viel Geld, ne? Wow. No. Ich falle. Das ist ja geil. Okay, Leute, dann war's das für heute. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen. Das nächste Mal werden wir dann, denke ich, ja, komm, wir machen einfach die letzten drei Rennen, wenn wir schon mal hier sind. Haben wir nämlich auch erledigt. Und dann machen wir, denke ich, mit Mission weiter oder irgendwas anderes. Mal gucken. Bald auf jeden Fall auch Mobbitschule. Bis dahin, ne? Tschüss.